Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute beantworte ich wieder einige Fragen von euch. Und zwar, die erste Frage hat was mit Bluthochdruck zu tun. Brigitte Hanselmann fragt mich, ob man mit der Ernährungsumstellung etwas erreichen kann bei Bluthochdruck. Ich möchte nämlich nicht mein Leben lang Medikamente zur Blutdrucksenkung nehmen müssen. Salz im Übrigen braucht sie ganz wenig. Oder sie fragt auch, gibt es Nahrungsergänzung auf natürlicher Basis, die den Blutdruck senken kann? Tja, also, Ernährungsumstellung und Blutdrucksenkung ist ein richtig dankbares Thema, weil es ist einfach unglaublich schön, wie das funktioniert. Wenn Leute bereit sind, wirklich ihren Lifestyle, also Ernährung und vielleicht auch so die Bewegungsgewohnheiten ein bisschen zu verändern, dann ist es jedes Mal für mich immer wieder unglaublich, was da passiert. Wir gehen in der Regel so vor, dass ich dem Patienten empfehle, was er essen soll. Ihr wisst, na klar, zum Anfang auf jeden Fall Umstellung auf rein pflanzliche, gesunde, vollwertige Kost. Zusätzlich Bewegungsübungen aus unserem Liebscher Prachtrepertoire, damit nämlich die gesunde Nahrung auch dorthin kommt, wo sie hingehört. Und dann regelmäßig eben auch Blutdruck messen, weil nur durchs Reden geht der Blutdruck nicht runter. Aber innerhalb von kurzer Zeit könnt ihr schon feststellen, dass der Blutdruck sinkt. Und wenn Blutdruck sinkt und wir nehmen trotzdem noch dann die Blutdruckmedikamente, die verordnet sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr extrem müde werdet und das will keiner. Also richtig gewissenhaft den Blutdruck kontrollieren und dann gemeinsam mit einem verständnisvollen Arzt die Dosis so lange verringern, bis man vielleicht gar keine Medikamente mehr braucht. Denn es ist nicht richtig, dass man Blutdruckmittel ein Leben lang nehmen muss. Das ist absoluter Unsinn. Ich beobachte das immer wieder hier in der Praxis, wie sich die Patienten von diesen Medikamenten tatsächlich verabschieden können. Und das ist natürlich was Wunderbares. Sie leben gesünder durch die bessere Ernährung. Sie werden gesünder. Außerdem bewegen sie sich mehr und das Gewicht geht meistens zurück. Ja, und wenn man das Ganze dann noch im Modus des Intervallfasten macht, dann werdet ihr sehen, was wirklich alles passiert in eurem Körper. Beobachtet es und ihr wisst, wovon ich spreche. Die nächste Frage kommt von Girl for Happiness, schöner Name im Übrigen. Thema zu viel Ballaststoffe. Sie sind da irgendwie der Frage ausgewichen. Sie meint mit dem Sie wahrscheinlich mich. Klar, ein Normalbürger mit westlicher Ernährung isst zu wenig, aber gehen wir mal von einer veganen Gemüse- und Hülsenfrüchte-basierten Ernährung aus. Sprich zum Beispiel 100 bis 130 Gramm Ballaststoffe am Tag. Was macht diese Menge mit uns? Kann dies ebenfalls zur Verstopfung führen? Never ever. Das wäre eigentlich schon die ganze Antwort, weil Ballaststoffe sind einfach nur gesund. Und diese 100 bis 130 Gramm pro Tag haben sicherlich viele unserer Vorfahren zu sich nehmen können und hatten eine blendende Verdauung. Wichtig ist natürlich auch, wenn man Ballaststoffe zu sich nimmt, dass wir auch genügend Flüssigkeit haben, denn das ist eine Grundvoraussetzung, dass eben die Verdauung richtig funktioniert. Also von daher keine Angst, aber auch bei der Verdauung von Ballaststoffen gilt, je besser wir kauen, umso besser sind auch die Ballaststoffe für uns. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Ballaststoff unser Darmmikrobiom extrem auf Vordermann bringen. Je mehr Ballaststoffe wir zu uns nehmen, umso mehr an Artenvielfalt finden wir in unserer Darmflora. Also viel, viel mehr Bakterien werden dann wieder, können sich wieder neu entwickeln, die nur noch ein verkümmertes Dasein in unserem Darm geführt haben. Also eine Artenvielfalt in unserem Darm ist für unsere Gesundheit unglaublich von Vorteil,
weil sie dadurch unser Immunsystem nämlich unterstützt. Also keine Angst vor zu viel Ballaststoffe. Auf jeden Fall diejenigen von euch, die noch zu wenig davon nehmen, jetzt ran und probiert's aus. Und bitte nicht traurig sein, wenn am Anfang vielleicht so ein bisschen mehr Luft im Bauch ist. Aber das geht nach ein paar Wochen weg. Ja, und passend zu dem Thema Luft im Bauch fragt Randa Randa. Im Übrigen schön, dass du wieder dabei bist. Ich hatte, glaube ich, schon mal eine Frage von dir beantwortet. Ja, also die Frage, Hülsenfrüchte sollen ja gesund sein. Aber was ist, wenn man danach an Blähungen und Bauchschmerzen leidet? Wenn man alles ausprobiert hat, von Bohnen vorher einweichen, bis mit Kümmel und Bohnenkraut dazu kochen. Was kann man da noch machen? Also ich sage jetzt ganz einfach mal, wirklich noch geduldig sein. Und vor allen Dingen, die Verdauung, die beginnt bitte wo? Hier im Mund. Und auch in den Hülsenfrüchten sind einfach ein ganz großer Anteil an Kohlenhydraten vorhanden. Und diese Kohlenhydrate, die werden vorverdaut tatsächlich durch unseren Speichel, weil da bestimmte Enzyme drin sind, die die Kohlenhydrate aufspalten. In den Hülsenfrüchten gibt es einfach riesig lange Ketten an Kohlenhydraten. Und die müssen halt wirklich aufgeschnitten werden. Und wenn wir das nicht in unserem Mund machen, dann müssen das die Darmbakterien übernehmen. Und wenn Darmbakterien arbeiten und wenn man auch noch viele davon in unserem Bauch haben, dann produzieren die Gase ohne Ende. Und das ist das, was wir dann als Blähung bezeichnen. Und wenn es zu viel ist, ja, kann es auch wehtun. Also deswegen mit dem Kauen, ich weiß, es ist ein alter Hut, aber ich weiß halt auch, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen viel zu wenig kauen. Und deswegen, ich kann es euch immer nur wieder ans Herz legen, tut es. Im Übrigen, für mich ist es auch gut, dass ich mir das immer wieder erzähle, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man keine Zeit hat, dann schlingt man. Und der Bauch zeigt es dann relativ schnell, dass man eben nicht gut zu sich war. Also, für euch alle und auch für mich, denkt dran, gut zu kauen und ihr werdet Hülsenfrüchte immer mehr lieben, weil es sind die besten Kohlenhydrat- und vor allem auch Eiweißlieferanten überhaupt. Tja, und vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Freue mich über euren Daumen nach oben, freue mich über weitere Fragen, über weitere Kommentare von euch und natürlich auch, wenn ihr euch entscheidet, meinen Kanal zu abonnieren. Herzlichen Dank für heute und bleibt gesund. Tschüss!